Hallo! Im heutigen Source Filmmaker Tutorial zeige ich euch, wie man Craft Animations macht. Das bedeutet, flüssige und die perfektesten Animationen, die man im Source Filmmaker machen kann. Das ist nicht einfach und ihr solltet auch das können, wenn ihr Animationen machen wollt. Dazu guckt bitte meine alten Grundkenntnisse-Videos. Ja, das war's dann eigentlich auch schon. Unten in der Beschreibung ist die Datei zum Downloaden, wenn ihr wollt. Das war's. Viel Spaß. Halli und hallo Leute und willkommen zu einem neuen Source Filmmaker Tutorial von mir, MicroXD. Viele Leute haben gefragt, wie macht man professionelle Animationen, eigene Animationen und flüssige Animationen. Vor allem der Lisa120 hat mich das mal gefragt und wenn sie schon fragt, dann heißt das was. So, das ist aber keine einfache Sache, deswegen zeige ich euch erstmal das Video, worauf ihr euch gefasst werden müsst. Und das müsst ihr nach diesem Tutorial können. Oder solltet ungefähr das können. Ich starte es jetzt einfach mal. Gentlemen? So, und das war es jetzt auch schon. Wir haben den Spion gesehen, er hat was gesagt, er hat sich schön bewegt, der Ball ist gerollt und die Kamera hat sich wunderschön bewegt. Im Gegensatz zu dem Motion Editor, wo ja alles ein bisschen eckig ist. So, gucken wir uns mal die Szene von der Perspektive an. Okay, sieht eigentlich ganz cool aus von der Perspektive, habe ich auch nicht so betrachtet. Und genau, das ist eine flüssige Animation, die ich mit dem Craft Editor erstellt habe. So, ich wähle jetzt mal einfach mal den Spion aus und gehe in den Craft Editor. Das ist diese zwei Dreiecke da oben. So, gleich neben dem Motion Editor. Und hier sehen wir die ganzen Punkte, die Keyframes und so weiter. Das ist jetzt halt mega kompliziert vielleicht für euch. Für mich ist es relativ übersichtlich gerade. So, wir gucken jetzt mal die Animation an, wie ich sie in Schritten erstellt habe. So ungefähr muss eine Körperanimation ausgeführt werden. Am Anfang ist die Anfangsposition und dann bewegt sich auch schon der Körper nach hinten, Hand nach oben, Hand nach unten und dann lassen wir sie immer hoch und runter babbeln. Hier sieht man, die Pistole geht immer hoch runter. So, warum ich das gemacht habe, werde ich im Laufe des Tutorials erklären. Genauso wie der Ball, der sich schön rollt. Das ist eigentlich eine ganz simple Sache. So. Ich werde jetzt hier nicht mehr auf den Spion eingehen. Ihr könnt euch die Datei downloaden. Steht unten in der Beschreibung. Und könnt ihr sie einfach im Source Filmmaker öffnen, indem ihr auf File und Open geht und dann die Datei auswählt. Die heißt Tutorial Graph Editor. Genau. Aber die Datei mache ich jetzt mal fertig. Ich habe jetzt einen neuen Shot ausgewählt. Jetzt bin ich aus Versehen raufgekommen. Ich habe einen neuen Shot erstellt und die Kamera und den Soccerball schon erstellt. Der Soccerball gibt's beim MDL-Files und einfach Soccerball eingeben bei All Mods. Da findet ihr eigentlich hier. Wunderschön. So, Szene erstellt und jetzt wollen wir den Ball animieren lassen. Wie gesagt, mit dem Craft Editor. Bevor ich jetzt mit dem Craft Editor anfange, möchte ich euch erstmal sagen, warum er besser ist als der Motion Editor. Ihr habt hoffentlich meine Tutorials schon gesehen. Wenn nicht, dann macht das jetzt sofort. Und zwar mit dem Motion Editor kann man ja Animationskurven machen. Und zwar die da hier. Die so nach oben gehen. Und dann kann ich hier den Ball bewegen. Ja, das Problem nur ist, er bewegt sich eckig. Und man kann, ist mir vorhin gerade aufgenommen, das ist schon meine dritte Aufnahme, nur zur Info, kann man ihn nicht drehen. Guckt euch das mal an, das sieht ja mega kacke aus. Hui! Ja, das ist das Problem mit dem Motion Editor. Der ist nicht gut dafür. Der ist gut, um Screenshots zu machen, um Wallpaper zu machen, um Sachen zu bewegen, um eine Szene zu verschönern, aber nicht zum Animieren. Merkt euch das. Zum Animieren ist der Craft Editor zuständig. Nochmal zur Info, F4 oder gleich neben dem Motion Editor. Sorry, ich habe manchmal so eine komische Stimme, weil ich bis erkältet bin. Lasst euch nicht davon ablenken. So, wir fangen jetzt einfach mal an. So, wir haben den Ball hingelegt, wo wir ihn haben möchten und fangen jetzt einfach mal an, mit Steuerung und linker Maustaste den Soccerball 6 auszuwählen. Oder im Craft Animation Set Editor können wir auch Root Transform benutzen, aber der ist woanders. Den habe ich jetzt schon am Anfang mit dem Soccerball 6 hingestellt. Ist aber wurscht. Das lassen wir jetzt einfach mal so. Und wollen den Ball jetzt wirklich gerade in diese Richtung rollen lassen. Wir sehen aber, wenn wir ihn jetzt irgendwie in eine Richtung rollen lassen wollen, dann geht es so mit Rot, Grün oder Blau nach oben. Und das ist blöd. Hier ein kleiner Tipp für die Animationsmenschen da draußen. Macht einfach mal Rechtsklick in diesen komischen Kasten.
und dann auf Global Access. Und ihr seht hier, er schaut genau in die Richtung. Ist doch perfekt. So. Und wenn ihr jetzt auch schon den Ball angeklickt habt, dann erstellt sie sogar schon so ein kleiner Punkt. Wenn nicht, dann einfach auf diesen Pfeil hier drücken. Sein Graph Editor erstellt eine Animation schon, also die Animation wird schon erstellt, wenn ihr einfach das Objekt auswählt und bewegt. Das ist eigentlich ganz praktisch. Und ich mache jetzt einfach mal eine Animation, indem ich einfach mal kurz die Leertaste drücke. Oh, ich bin viel zu weit nah, sorry. Einmal kurz Leertaste und wieder stoppe. So, was hat das jetzt zu bedeuten? Ich bewege jetzt einfach mal den Ball. Das ist nämlich so ähnlich wie beim Motion Editor. Man muss ein paar Sekunden vorgehen, bevor die Animation erstellt werden kann. Und hier sehen wir schon, ist hier so eine komische Kurve erstellt worden, die nach unten geht. Das ist relativ unwichtig. Man kann sich das jetzt so vorstellen, das ist ein Seil. Das ist der Seilanfang und das ist das Seilende. Ein Seil kann nicht unendlich sein, ein Seil braucht einen Anfang und ein Ende. Außer es ist ein verdammt langes Seil. Wow, das wäre ja krass. Nee, auf jeden Fall, hier ist der Anfang und hier ist das Ende. Und der Ball bewegt sich auch nur in diesem Abschnitt. Und das ist eigentlich genau wie beim Motion Editor, wenn wir jetzt diese Animationskurve hier machen würden. Das ist genau dasselbe. Bloß, dass wir jetzt im Graph Editor den Vorteil haben, dass wir daraus eine flüssige Animationskurve machen können. Und zwar, fliegt der Ball? Nee. Und zwar müssen wir jetzt hier bei dieser Szene hier noch einfach mal den... Ups, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Einfach mal kurz den Ball, ich vergessen, auf Global Access zu stellen, ungefähr die Hälfte zu drehen. So, und jetzt hat... Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, Entschuldigung. Einfach mal hier so besser drehen. So, und jetzt hat wieder ein paar Sekunden vorgehen und den Ball mit Global Access nicht vergessen, wieder ein bisschen vorrutschen lassen und wieder drehen. So, gucken wir uns das Ganze jetzt mal an. Der Ball rollt. Der Ball rollt einfach. Das ist einfach praktisch. Also man kann es nur mit dem Graph Editor so machen. Und ihr seht auch schon, hier sind so flüssige, schöne Kurve drin. Vor allem, das ist dieser Drehanimation hier. Wir könnten jetzt sogar auch den Ball in der nächsten Szene nach da ein bisschen rollen lassen. Dazu auch den Ball ein bisschen drehen. Ich hoffe, es klappt. Manchmal ist es scheiße. Gucken wir mal. Mhm, ist ein bisschen scheiße geworden. Mal das ein bisschen langsamer. So. Hoffe, das klappt so. Ja, es passt. So, jetzt sehen wir schon hier, die Punkte, die grünen, die wir sehen, ist die Animationskurve, beziehungsweise die ganzen Keyframes, so 1, 2, 3. Das sind alles die Abschnitte, wo sich der Ball bewegt. Und hier sehen wir, das sieht einfach perfekt aus, wie sich der Ball hier bewegt. Es kann vorkommen im Graph Editor, dass die Animation richtig eckig ist und richtig ekelhaft. Das liegt daran, dass ihr bei Key Mode auf linear gestellt habt. Das macht eine Animation linear und nicht flüssig und wellig. Oh, Entschuldigung. Sondern ihr müsst einfach auf Spline stellen. Und wenn das nicht nützt, dann habt ihr das ausgestellt. Und wenn das nicht nützt, dann habt ihr einen Mega-Fehler. Sondern müsst dann einfach auf diesen kleinen Pfeil hier drücken. Wählt alle schwarzen Punkte hier aus. Ja, genau. Hier alle schwarzen Punkte auswählen. Und drückt dann auf dieses, diese zwei Dreiecke hier nochmal. Und dann macht die Animation flüssig. Genau. Und wenn ihr die Ecke kaum wollt, dann auf diese zwei Striche hier. Step Tangles. Dann seht ihr, dass diese Animation dann eckig wird. Aber das ist zum Beispiel ganz praktisch zu sehen, wie die Animation eigentlich abläuft. Wenn ihr das nicht mehr haben wollt, dann wieder hier auf 3 drücken. Ganz simpel. So, der Ball rollt, das ist schon mal gut. Und dasselbe können wir auch mit der Kamera machen. Bei der Kamera müssen wir nichts voreinstellen. Wir gehen in den Kameramodus und bewegen die Kamera, wie wir wollen. Die Animation erstellt sich nur durch die Bewegung, die wir hier durchführen. Und wir folgen dem Ball einfach mal ein bisschen. Lalalala. So. Und dann wollen wir auch hier schon einen Charakter haben, der sich bewegt. Ich weiß gar nicht, wie lange nehme ich denn jetzt schon auf? 9 Minuten muss ich mich ein bisschen ranhalten. So, hier bewegt sich der Ball und dann bewegt sich die Kamera. Das ist eigentlich, du kannst wirklich mit jedem Objekt, kannst du diesen Graph Editor durchführen. Hier sehen wir auch die Kamera, wie sie sich bewegt. Bei der Kamera würde ich jetzt sogar sagen, ist es am einfachsten. Und jetzt machen wir schon einen Charakter, den lassen wir jetzt auch noch ein bisschen bewegen. Nehme dazu den Heavy bei TF2 Movies.
fügen den mit den Motion Editor hier rein, schnell auf Detail hier. So. Der darf sich im Hintergrund auf jeden Fall mal nicht bewegen. So, und hier gehen wir mit der Kamera noch ein bisschen hoch. So, und dann bewegen wir die Kamera einfach noch ein bisschen. Das mache ich immer, wenn ich, also die Kamera bewege ich immer in die Richtung oder zeige den Charakter an, der sich jetzt gerade bewegt und weiß, was er vorhat. Das habe ich auch alles geplant. So, und das wäre dann auch schon fertig mit der Szene. Jetzt müssen wir nur noch den Heavy bearbeiten. Und jetzt kommen wir erstmal zum Schwierigen, und zwar Charaktere bearbeiten. Im Craft Editor sieht das sehr, sehr einfach aus mit den Bällen und mit der Kamera. Bei Charakteren wird es ein bisschen schwieriger. Und zwar, wir haben das Problem beim Heavy, mal schnell Motion Editor, dass wenn wir zum Beispiel hier den Bauch bearbeiten wollen, sich die Hände mitbewegen. Das sieht kacke aus. Gell, Heavy? Yes. Genau, so rückgängig, sieht nämlich kacke so aus. Und zwar drücken wir jetzt einfach mal rechts, Klick auf den Heavy im Animation Set Editor, gehen auf Rig und dann Rig Bip Simple. Der Rest ist unwichtig. Einfach ganz unten auf Rig Bip Simple. Und jetzt sieht der Heavy ganz anders aus, wenn wir Steuerung drücken. Wir haben hier nur die Hand und die Hand. Schultern sind zwei Punkte und hier die ganzen Beine und alles ist weg. Außer halt die Füße. Und wenn wir jetzt da zum Beispiel das hier bewegen, die Pelvis, das ist eine der wichtigsten Sachen, und einfach mal nach unten bewegen, sehen wir, dass sich die Beinchen mitbewegen. So, in diesem Modus lässt es sich Charaktere mega easy zu bearbeiten. So, wir probieren mal ein bisschen rum. Hier die Hand. Gehen wir mal darüber. So, Heavy. Die Hand auch hier rüber. So, wunderschön. Und das wäre es dann eigentlich auch schon. Ich mache nur kurz eine kleine Animation mit dem Heavy. So, wir stellen ihn mal im Motion Editor so hin, wie er anfangen, also wie er am Anfang stehen soll. So. Und wenn wir das gemacht haben, so steht der Heavy am Anfang da. Sieht jetzt ein bisschen krüppelig aus, ich weiß. Vielleicht so ein bisschen in die Hocke gehen. Genau. So, und wählen jetzt mal den ganzen Heavy aus. Das ist jetzt das Wichtigste. Und gehen in die Szene, wo man den Heavy zum ersten Mal richtig sieht. Ich würde mal sagen, das ist ungefähr so. Und jetzt, das kann man nur so machen, wählen wir den ganzen Heavy aus, sodass alle Knöchel ausgewählt sind. Im Animation Editor natürlich. Und drücken dann auf das kleine Plus. So, und hier sehen wir, wurde ein Keyframe erstellt. Und alle Knochen sind mit schwarz markiert. Ja. Wenn das geschehen ist, können wir mit der Animation beginnen, wie mit dem Ball. Ein paar Sekunden vorgehen. Und der Heavy kann sich zum Beispiel jetzt, ab sofort können wir jetzt die Drehung machen. Machen, was wir wollen. Zum Beispiel jetzt den Heavy zur Kamera gucken lassen. Die Hand und alles muss ich natürlich auch bewegen. So, und dann machen wir einfach so weiter. Leertaste, Leertaste. Dann lassen wir den Heavy ein bisschen überrascht gucken. Die Hände hoch. Wieder nach runter gucken. Und hier könnt ihr wirklich inspirieren, das machen, was ihr wollt. Ich mache das jetzt mal so schnell, wie es geht, da ich nicht so viel Zeit habe zum Aufzunehmen. 13 Minuten sind schon fast zu viel für ein Tutorial in der Art. Aber es ist ja auch wirklich sehr schwer zu erklären und auch sehr schwer umzusetzen. Es ist wirklich sehr wichtig, dass ihr auch selbst ein bisschen übt. Also einfach den Source Filmmaker starten, Craft Editor ausprobieren und nach einer Zeit kriegt ihr es raus. Ich sag's jetzt mal ehrlich, ich habe kein einziges Tutorial zum Craft Editor angeguckt. Bis auf das mit dem Heavy, dass er sich so schön bewegen kann. Das war's aber auch schon. Den Craft Editor habe ich ganz alleine rausgefunden. Das war ein Haufen Arbeit. So. Dann, dass wir den Heavy noch irgendwie dumm deine Hand da unten haben. Weiß nicht, Moment. So vielleicht. Und hier beim Ellbogen können wir den auch noch so bearbeiten. Also, sobald der Heavy verbesserte Rigs hat, das bedeutet hier mit diesen... dann lassen sich die Gliedmaßen viel einfacher bearbeiten. Aber kann auch für manche andere komplizierter sein, wenn sie damit nicht gewohnt sind. So, jetzt... Ups. So... Also so Körperbewegungen müsste man eigentlich drauf haben. Ist aber gar nicht so schwer. Ich mache das jetzt wirklich ganz schnell und dreckig. Tut mir leid. Sind schon 14 Minuten. Ah, machen wir mal maximal 20 Minuten. Wenn ich das dann noch schaffe, dann bin ich froh. Jetzt kommen nämlich noch Gesichtsanimationen.
So, einfach noch ein bisschen bewegen. Das gehört auch zum Graph Editor dazu. Einfach Leertaste, Leertaste. Und einfach die Gliedmassen irgendwie ganz vorsichtig bewegen. Das sind solche Bewegungen. Wenn ihr zum Beispiel im Modal sitzt, irgendjemanden zuhört, dann bewegt ihr euren Körper die ganze Zeit. Jeder Muskel wird benutzt, wenn ihr euch hier hockt. Oder steht vor allem. Wenn ihr liegt und schläft, dann ist es eine andere Sache. Aber ich weiß gar nicht, wie das abläuft. Aber auf jeden Fall, man bewegt sich immer. Immer bewegt man sich. Deswegen sollte man auch jeden einzelnen Gliedmaßen benutzen. In dem Graph Editor können jetzt sogar Walk Cycle machen, also dass Charaktere sich bewegen, laufen zum Beispiel. Jetzt gucken wir uns das mal schnell an. Er ist kurz erschrocken und dann steht er dumm da. Das ist jetzt nicht das Beste, ich weiß. Ich kann noch mal eine schönere Animation machen für euch. Aber es ist jetzt einfach mal so ein kleiner Test. Und ich glaube, wenn man das schon kann, ist es eigentlich ganz cool. So, jetzt gehen wir mal kurz zu den Augen. Dafür gehen wir jetzt in die Kamera und gehen auf Face. Im Face haben wir hier auch sogar schon einen schönen Anfang und gehen jetzt mal kurz zur allerersten Szene, wo man seine Augen sieht. Und das wäre hier. Und jetzt können wir die Gesichtsanimation auch ganz einfach in dieser Tabelle bearbeiten, wie wir es schon mal gemacht haben. Zum Beispiel die Augen. Gucken wir mal, wie wir das machen. So, wieder Leertaste. Dann macht er die Augen auf, weil er erschrocken ist, weil er in der Kamera rumfliegt. Eine fliegende Kamera. Spooky, spooky. Wie gesagt, das ist jetzt einfach nur ein Test, ne? Aber wie gesagt, ihr könnt auch mit diesem Graph Editor die Animation machen. Für das Gesicht. Versuchen wir so ein bisschen in die Kamera zu gucken. Das sieht so scheiße aus. Ach ja, kleiner Tipp, wenn ihr zum Beispiel auf Brown Inf drückt und hier auf 1 macht, dann guckt das rechte Augenbraue so nach oben. Das sieht ziemlich kacke aus. Aber es ist ganz cool. Man sieht das scheiße aus. Oh, ich habe noch 3 Minuten, ich muss mich beeilen. Genau. Machen wir hier mal kurz ein Augenblinzeln, das ist vielleicht auch ganz wichtig. Einmal kurz das Klaus-Lied auf ganz voll machen. In der Squint auch ganz voll machen. Und vielleicht soll er auch ein bisschen böse gucken, während er blinzelt. So, das ist eine ganz einfache Blinzelart von Animationen. Das ist vielleicht auch ganz wichtig zu erwähnen, dass Menschen blinzeln. Und wenn das Charaktere bei der Animation machen, dann kommt das auch ganz gut. So. Ich kann euch jetzt nicht alles perfekt erklären, aber ich glaube, es erklärt sich auch ein bisschen von selbst, wie das Ganze hier funktioniert. Und ihr müsst einfach üben. Und wie gesagt, die Datei gebe ich euch ganz simpel zum Download frei. Dann könnt ihr sogar eure eigene Animation daraus machen, wie ihr wollt. Also, das Ganze euch überlassen. Und das machen wir noch. Ah, das war's jetzt schon. So, hier ist die Animation auch schon zu Ende. Deswegen schneiden wir das mal und das war's. So, machen wir noch ein ganz kleines Licht für ein Heavy. Dazu, wie das aussieht, gehen wir mal schnell hier auf den Kopf bei Rig Head im Animation Set Editor. Rechtsklick, Deck Utilities Menu und dann Create Lights. Perfekt. Das sollte man nicht immer machen, das ist einfach nur, wenn man Screenshot machen möchte oder etwas zeigen möchte. Das habe ich auch beim Spion gemacht. So, gucken wir uns mal den Heavy an. Okay, hier sehen wir gerade, habe ich irgendeinen Fehler beim Face gemacht. Gehen wir mal hier auf alle Dinger und machen die Animation mal kurz flüssig. Okay, nee, das ist einfach, weil die Augenbraue einfach so behindert ist. Egal, lass mir das jetzt einfach mal so. Aber auf jeden Fall ist so die Animation fertig. Der Ball rollt, der Heavy ist erschrocken, entweder für den Ball oder vor der Kamera. Und das war es eigentlich auch schon. Ja, hier habe ich vergessen, die Animation flüssig zu machen. Die mache ich jetzt auch schnell flüssig. Und dann war es das mit dem Motion, mit dem Graphic Editor. Und ich hoffe so sehr, dass ihr jetzt was lernen konntet. Es war so schwer, das Teil zu erklären. Und vielleicht mache ich mal ein anderes Tutorial, wie ich dann zeige, wie man Leute reden lässt oder wie man G-Animationen macht, was ich selbst nicht gut kann. Auf jeden Fall war es das dann auch schon. Der Ball rollt, der Heavy erschrickt. Und die Animation ist flüssig. Leute, und der Lisa120, bis zum nächsten Mal in Source Filmmaker. Haut rein!